Anna, was machst du denn da schon wieder? Mama, ich... Oh, Kind. Mama! Du hast doch Bauchweh. Du sollst ins Bett. Mama! Was ist denn? Ich hab so... Mein Kopf hat so... Ach, Kind, ich weiß auch nicht, was das ist. Die Ärztin will aber gleich vorbeikommen. Okay. Ich habe sie schon angerufen, ja? Komm, wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Was machen die Bauchschmerzen? Hm? Mama, sehr dolle. Vielleicht findet sie ja gleich was heraus, was das ist. Ja. Ne? Guten Tag. Hallo, Frau Münster. Hallo, Frau Neubert. Hallo, das ist die Anna. Oh, geht's dir nicht gut heute? Sie wollte sich gerade wieder die Haare waschen. Ei, wieder die Haare waschen? Ja, sie hat starkes Jucken und Bauchweh. Und wieder Bauchweh? Ja. Na, sowas, Anna. Jetzt habe ich dich ja schon ein paar Mal untersucht, aber ich möchte gern noch einmal gucken, wie sich dein Bauch heute anfühlt. Magst du dich mal kurz hinlegen? Ja, komm. Grundsätzlich nehme ich es immer ernst, wenn ein Kind angibt, Schmerzen zu haben. Annas Bauchschmerzen habe ich dahingehend untersucht, ob irgendwelche Allergien zu finden sind und habe auch per Ultraschall verschiedene schwerwiegende Organschäden ausschließen können, sodass ich zurzeit erstmal keinen Hinweis habe, warum dem Kind der Bauch wehtut. Und dein Kopf juckt auch schon wieder. Ja, sie hat ja auch schon Rötungen, ja, weil sie das ständig waschen will. Sie kann das manchmal nicht verhindern. Ja, wir haben ja neulich schon nachgeguckt, keine Allergien nachgewiesen, keine Ekzeme, der Bauch ist in Ordnung. Mhm. Ich denke, dass wir hier mit funktionellen Bauchschmerzen es zu tun haben. Das heißt? Eher keine organische, sondern eine psychosomatische Ursache. Vielleicht sollten wir da noch mal in Ruhe jemand anderen mit drauf gucken lassen. Okay. Eine Therapeutin, die sich im Sinne einer Familienhelferin mit Ihnen unterhalten könnte, ne, Anna? Das ist eine gute Dann Idee. Gucken wir mal. Na, Mäuschen, mach dir keine Sorgen, okay? Die zweifache Mama hat sich daraufhin sofort hilfesuchend an Psychotherapeutin Maria Prospero gewandt. Als eine Woche später der Besuch der Familienhelferin ansteht, bahnt sich bei der vierköpfigen Familie gerade Ärger an. Und zwar zwischen Annas Bruder Leon und Vater Erik. Leon, hör mal auf zu springen. Komm mal da runter. Was ist? Weißt du, was ich hier hab? Was ist das? Nach was sieht das aus? Das ist deine Klausur, das ist deine Klassenarbeit. Ja. Ja, ja, ich weiß, dass das ein Pfiff ist. Ja, der Lehrer hat uns nicht gesagt, was wir lernen sollen. Ach, das ist so. Ist das so? Nee, das ist nicht so. Doch. Du hast nicht gelernt. Hab ich nicht jeden Abend gelernt. Nee, hast du wohl nicht. Naja. Was ist das? Das ist eine 5. Ja. Damit kommst du nicht weit im Leben. Du sollst dich anstrengen. Und guck mich mal an. Guck mich an. In diesem Moment erreicht Familienhelferin Maria Prospero das Haus der Neuberts. Den Höhepunkt des Streits zwischen Vater und Sohn bekommt die erfahrene Psychotherapeutin gar nicht mit. Erkennt aber auf den ersten Blick, dass hier der Haussegen gewaltig schief hängt. Hausarrest wirst du jetzt auch noch kriegen. Ernst? Dann kannst du mal die nächsten 2 Wochen dich nur aufs Lernen konzentrieren. Ist das klar? Mhm, ja. Reiß dich zusammen, so kann das nicht weitergehen. Merkt man auf jeden Fall, ja. Und wieder Worte brauchst du mir auch nicht zu geben, ne? Als ich ankam bei der Familie, gab es gerade einen Streit zwischen Vater und Sohn. Der Vater war nicht zufrieden mit den schulischen Leistungen. Und da war schon einiges zu spüren an Dampf im Kessel. Er lügt nur noch. Klausur daneben total. Und zurzeit hat er echt einen Hauer. Und deswegen braucht er mal eine harte Hand von mir, weil sonst ist dementsprechend weiß ich nicht, wo es endet. Mhm. Ja, aber ich bin ja eigentlich nicht wegen ihrem Sohn hier, ne? Ja, genau. Um den Streit zwischen Vater und Sohn habe ich mich erstmal gar nicht gekümmert, weil ich ja wegen der Tochter da war. Es ging darum zu gucken, was ist eigentlich mit Anna los. Und dann haben mich die Eltern informiert, dass in der Schule wohl ein Auftreten von Läusebefall da war. Auffällig war aber auch, dass die Tochter in der Schule mit ihren Leistungen zurückgegangen ist, dass sie weniger mutig war, dass sie sich nicht mehr getraut hat, zur Tafel zu gehen und sich zu zeigen. Hallo? Jemand zu Hause? Ah, ich sehe schon jemanden. Hi. Hallo, das ist ja hübsch hier. Ja. Grüß dich, ich bin Maria. Anna. Dankeschön. Was machst du eigentlich hier? Also deine Eltern machen sich ein paar Gedanken und haben beobachtet, dass du in letzter Zeit öfter mal Bauchschmerzen hast. Und auch du hast auch gerade schon wieder gekratzt, dass du irgendwas mit deiner Kopfhaut oder mit deinen Haaren ist irgendwas. Nach dem ersten Kennenlernen möchte Maria Prospero bei einer gemeinsamen Aktion herausfinden, wie die Familie miteinander umgeht und ob irgendjemand unbewusst Druck auf Anna ausübt.
Leon ist wegen des Hausarrests noch immer sauer auf seinen Vater. Ja, ich dachte, wir gucken uns jetzt einfach mal so die Beziehungen untereinander an. Ich habe da jetzt eben mal geguckt, ich habe ein paar Luftballons hier drin. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ihr mir helfen wollt, mal aufzublasen. Ich habe mal gucken, ob ich die dabei habe. Das war doch irgendwann mal so eine Pumpe. Oder? Schaffen wir das so? Also wir hätten auch noch Unterstützung. Machen die Jungs das. Eine Familie ist ja ein komplexes System und jeder bringt so seine Eigenheiten rein und es gibt dann so Loyalitäten untereinander. Und das wollte ich mir sehr genau angucken, weil dieser Streit zwischen Vater und Sohn kann ja auch wieder eine Auswirkung auf die Kleine haben oder überhaupt auf die Harmonie in der Familie. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse die einfach mal einen kleinen sportlichen Wettbewerb machen und habe auch ganz bewusst die Jungsfraktion und die Mädelsfraktion zusammengebracht, um einfach zu gucken, wie gehen die miteinander um. Dass Leon ausgerechnet mit seinem Vater ein Team bildet, gefällt dem 13-Jährigen nicht. Trotzdem arbeiten die beiden gut zusammen und bringen den Luftballon sicher durch den Parcours. Als das Frauenteam anschließend an der Reihe ist, reagiert Anna unerwartet. Top. Bravo. Geschafft. Klasse. Leon. Top. Also, Männerteam hat schon super vorgegeben. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das schafft. Moment. Anna. Einmal versuchen. Was ist los? Das hat doch jetzt so super geklappt mit dem Luftballon. Guck mal, der ist schön voll geworden, nicht geplatzt. Was ist los? Anna, was ist los? Du hast Bauchschmerzen? Ach, das sind jetzt wieder so Bauchschmerzen? Ja, Bauchschmerzen. Genau. Hast du das Gefühl, du schaffst das nicht so, wie die beiden das gemacht haben? Bauchschmerzen. Willst du mal zu deiner Mama gehen? Anna, was ist los? Anna ist einfach weggelaufen. Vor der Situation ganz offensichtlich, weil sie klagte dann auch sofort über Bauchschmerzen. Das war so ein Hinweis darauf, dass irgendwas ihr einen offensichtlichen Druck erzeugt hat und dass die Bauchschmerzen so zu erklären waren. Der Leidensdruck der kleinen Anna ist groß und sie fängt augenblicklich an zu weinen. Die Neunjährige trägt seit längerem ein Geheimnis mit sich herum, was auch ihren älteren Bruder Leon betrifft. Jetzt platzt es endlich aus der Drittklässlerin heraus. Was ist los? Nicht Leon, was? Der hat Papas Notebook, was oder nicht? Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt, dass ich genug habe. Wenn du was auf den Händen hast. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Tut mir leid, aber wenn du immer daran rumfummelst. Ja. Ich wollte das die ganze Zeit sagen, aber ich hatte es auch nicht so nicht beschimpft bekommen. Es kam dabei heraus, dass vor einiger Zeit sie mal am Laptop des Vaters war, weil sie irgendetwas für die Schule zu recherchieren oder nachzuschauen hatte. Und dabei ist ihr irgendein Missgeschick passiert. Der Computer ist abgestürzt und dabei ist eine ganz wichtige Datei verloren gegangen. Das hatte man dem Sohn zugeschrieben als Täter und er war es gar nicht. Ja. Leon, tut mir leid, dass wir die nicht vertraut haben. Ja, ist gut. Sicher? Ja. Das war jetzt schon schwerwiegend, ne? Hast du ja schon eine Zeit dafür Ärger bekommen? Ich wollte nur was für die Schule machen. Dann, Aber doch nicht mit meinem Notebook. Du weißt doch, dass da wichtige Sachen drauf sind. Muss den Papa fragen. Oder eine noch bessere Idee ist, du fragst Mama und Papa, ob sie dabei sind, wenn du mal was nachgucken willst. Es wird ja immer mehr, dass man was nachgucken muss, ne? Aber was ist jetzt mit deinem Köpfchen? Ich hab dann verstanden, weil ich es schuld war, hab ich dann gedacht, weil Papa einmal zu Leon gesagt hat, ich sollte dir mal den Kopf waschen. Ach Mensch, das ist doch nur ein Sprichwort. Ja. Das sagt man doch einfach so. Nein. Sagt man da nicht wirklich? Anna hat das zu wörtlich genommen mit dem Kopfwaschen und es übertrieben. Also es war in ihrer Tendenz, sich selbst zu bestrafen, hat sie einfach sehr, sehr häufig die Haare gewaschen. Immer wenn sie das Gefühl hat, sie ist wieder diejenige, die versagt oder eine Schuld auf sich laden könnte. Auch wenn durch das Haarewaschen die Bauchschmerzen besser wurden, war aber tatsächlich das mit dem Kopf richtig echt. Du hast jetzt genug gelitten, dass du das dich nicht getraut hast. Aber deinem Bruder bist du noch eine Kleinigkeit schuldig. Hm? Kannst dir was überlegen, was Nettes. Nach dem Besuch der Familienhelferin sind die Neuberts wieder enger zusammengerückt. Anna hat verstanden, dass man Probleme nicht in sich hineinfressen soll und wird in Zukunft keine Angst mehr haben, sich ihren Eltern anzuvertrauen. Als Entschuldigung will die Neunjährige für ihren großen Bruder einen Kuchen backen.